Das sind Johann und... Elisabeth. Entschuldigung. Macht nichts. Und Elisabeth Strauß. Das ist mein Ex-Mann Rolf, aber keine Angst, der gehört nicht zum Inventar. Angenehm. Es ist mir eine große Ehre, Sie in unserem Haus begrüßen zu dürfen. Vielleicht setzen wir uns? Du kannst es nicht lassen, was? Was denn, Schatz? Er hat doch nur gefragt, ob wir uns vielleicht... Schatz, hier, lass die beiden. Ich warne dich. Zieh hier nicht deine Show ab. Lass dich mal überraschen, vielleicht habe ich ja mein Repertoire erweitert. Ich habe doch nur gesagt, dass er gesagt hat, so... Was? Sag's ruhig. Du kannst mir doch nicht einfach so den Mund verbieten. Ich mische mich ja ungern ein, aber vielleicht sollten wir 5 Minuten einfach durchatmen und die Nerven beruhigen und dann in einem Gespräch wieder ja, zueinander. Ja, da kann mein Mann sicher auch helfen. Er ist immer so verständnisvoll. Ja, also das ist die 3. Terrasse. Das heißt, egal wann Sie aufstehen, Sie können eigentlich immer in der Sonne frühstücken. Schön. Das ist ja wirklich sehr schön. Warum wollen Sie eigentlich ausziehen? Oh, Entschuldigung. Kein Problem. Sehr praktisch und Schnee von gestern. Kein Wunder, wie er sich benimmt. Das ist ja wirklich grässlich. Ira ist so sehr anders. Und zwar? Ja, ich weiß nicht, so vorzeigbar. Vorzeigbar? Dem brauchen Sie keine Angst zu haben, sich zu blamieren. Nein. Ich kann mich nicht erinnern, dass Johann jemals irgendwas gemacht hätte, was irgendwie Aufsehen erregt hätte. Gratuliere. Nein, wirklich, in meinen Ohren klingt das geradezu himmlisch. Hat er das wirklich gesagt? Dass ich ein Eisberg bin? Nicht wirklich. Die Wahrheit ist... Ich hab's ihm in den Mund gelegt. Vielleicht bin ich keine Marilyn Monroe. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear President. Du musst keine Monroe sein. Das will keiner. Du bist du und das ist gut so. Und wer bin ich dann? Du bist eine schöne Frau, die ein bisschen Angst hat, dass sie nicht genügt. Und sich deshalb immer gern unter Kontrolle hat. Und versucht, sich so zu geben, dass man sie gern hat. Oder zumindest nicht ablehnt. Und eben dadurch... nicht immer ganz locker sein kann, nicht mal unter Freunden. Aber wenn Johann sowas von mir denkt, dann... Das tut er nicht. Ich glaube, Johann weiß, ahnt, wer du wirklich bist. Und genau das liebt er. Vielleicht bist du doch nicht so ein Arschloch, wie ich dachte. Dann willst du jetzt also doch verkaufen? Rolf, willst du? Hör doch nicht drauf, das ist doch wieder nur ein Spaß von ihm. Falsch. Diesmal geht's ums Ganze. Also kein Spiel? Doch. Ein Spiel. Letztes. Seht ihr? Rolf, sag jetzt endlich ja oder nein und fertig. Ich habe einfach keine Kraft mehr. Ich ertrag das einfach nicht mehr. Wir machen ein letztes Spiel. Ein faires Spiel. Das Johann und ich, wir zwei aussuchen. Und wenn ich verliere, dann ziehe ich sofort aus. Ich verspreche dir. Also dann doch wieder nur ein Spaß. Nein, ich glaube, er meint es ernst. Ist doch egal. Johann macht doch bei sowas sowieso nicht mit. Abgemacht. Achtung! Fertig. Was machst du denn da? Die Regeln scheinen mir doch ziemlich willkürlich zu sein. Da mische ich jetzt mal mit. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das machst du nicht wirklich. Und ob. Elisabeth, das Signal. Was machst du denn da jetzt? Ihm helfen. Bist du jetzt auf seiner Seite, oder was? Ja. Nein, aber das wäre doch sonst ungerecht. Also, Achtung. Fertig. Los.
besser? Meine Frau muss sich duschen. Haben Sie vielleicht etwas zum Anziehen? Ein Handtuch? Ja, natürlich. Lass. Es tut mir wirklich ganz schrecklich leid. Ja, danke. Also sowas habe ich wirklich noch nie erlebt. Es tut mir leid, dass ich dich damit reingezogen habe. Mal abgesehen von der Pisse, war das doch eigentlich ganz witzig, oder? Sag mal, habe ich eigentlich sehr albern ausgesehen? Um mir zu sagen, ja.